Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Rolltreppen ins Nichts. Kriminalhörspiel von Hans Delbruck. Regie Judith Lorenz. Okay. So. Einfach mal zusammen. Ja, außer hinten ein bisschen mehr zusammen, dann muss ich nicht so laut. Ja, wunderbar. Ja, so, jetzt lassen Sie einfach mal erst den Raum hier auf sich wirken. Wer es noch nicht gesehen hat, der ist wahrscheinlich erstmal baff, denke ich. Ja. Die Deckenhöhe ist hier vorne 12 und da auf Ihrer Seite 4 Meter. Hier geht es mitten rein in die Höhle der Kunst, wie ich immer sage. Das ist jetzt Deutschlands Antwort auf das Centre Pompidou in Paris. Das ist jetzt die Top-Adresse. Das wird unsere interaktive Cultural Event Mall und alles verschallt mit Haselnussholz. Mhm. Keine Sorge, das ist schwer entflammbar und selbstverständlich nachhaltig. Wir haben hier wirklich an alles gedacht. Das ist ein ganz warmer Ton, sehen Sie? Mhm. Schön, das Holz symbolisiert hier unsere heimischen Wälder. Aber Herr Senator, wenn ich mich hier so umschaue, dann frage ich mich natürlich sofort, wer hier in unsere Erlebnislandschaft hineinkommen wird, meinen Sie? Das ist erstmal eine sehr gute Frage, finde ich. Ich bin ja heute auch für Fragen hier. Nicht nur die üblichen Bildungsbürger ist die Antwort. Wir wenden uns hier ganz ausdrücklich auch an Menschen, die Richard Serra mit einem Schinken und Gregor Schneider mit einem Komiker verwechseln. Das ist unsere Unique Selling Proposition. Wir bieten Kultur und Unterhaltung. Wir bieten Sensation und Belehrung. Kunst und Kommerz. Und exakt so werden wir in unserem PPP-Modell die Wertschöpfungskette verlängern. PPP, das heißt Private Public Partnership. Und es meint ganz einfach, private und öffentliche Hand vereinigen sich. Und die private Hand, ja, die ist in diesem Fall der Investor aus Hongkong, richtig? Ja, ja, das ist ganz richtig. Das haben wir im Presseheft auch schon gelesen wahrscheinlich. Und so verhindern wir, dass wir uns hier alle ganz gemeinsam einen Subventionsgrab ausheben. Unser Kulturangebot wird durch Angebote der Good Friends Group aus Hongkong sinnvoll ergänzt. Das heißt also Walkthrough-Shop, Tagungshotel, IMAX-Kino, Fitnessstudio und so weiter und so fort. Und seien wir mal jetzt ganz unbescheiden. Das ist die Zukunft und Sie können sagen, Sie sind dabei gewesen. Herr Senator, Entschuldigung, aber ich muss jetzt einfach noch mal die Frage stellen. Ja, verblüffend. Wir befinden uns hier auf der größten Baustelle Europas und bisher war die Presse nicht zugelassen. Ja. Dann sind wir das erste Mal hier und das Einzige, was ich sehe, ist Security, Security, Security. Ja. Aber ich sehe gar keinen einzigen Bauarbeiter, also Verputzer, Elektriker, Maler. Ach, Sie haben wirklich eine Art, einen auf den Boden der Tatsachen zu schmettern, Herr Grahm. Grimm vom Kurier. Ah, Herr Grimm, Entschuldigung, Herr Grimm vom Kurier. Schönen guten Tag nochmal. Warum nicht gearbeitet wird, Herr Grimm? Tja, das sind die großen Fragen des Feuilletons von heute. Warum in diesem Sektor nicht gearbeitet wird, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Gearbeitet wird sonst überall unter Hochdruck, unter Höchstdruck, unter Ultrahöchstdruck. Warum gerade hier nicht? Da bin ich überfragt. Da muss ich Ihre Frage dann weitergeben an den Geschäftsführer der Bauabwicklung, Diplom-Ingenieur Schmidtke. Schmidtke, wo ist denn der überhaupt? Frau Dr. Servatius, wissen Sie, wo Herr Schmidtke ist? Ich weiß nicht. Nicht hier. Gut, dann nehme ich an, in einer wichtigen Besprechung, oder das hoffe ich ja mal. Ne? Der Mann ist beschäftigt. Was? Und das wollen wir ja auch alle schwer hoffen. Nicht wahr? Also Ingenieur Schmidtke wird Ihnen am Freitag bei der großen Pressekonferenz Auskunft geben können. Und dazu lade ich Sie jetzt schon mal alle ganz herzlich ein. Und jetzt, seien Sie so nett, folgen Sie mir. Lassen Sie das noch mal visuell einfach auf sich wirken. Folgen Sie mir, ich bin ein ganz bescheidener Diener heute von Kunst und Kultur. Und zwar hier hinauf auf die Galerie. Ja, schönen guten Morgen, auf die Galerie. Und dann sehen Sie die Betonkolonnaden. Das ist hier zeitgemäße Architektur vom Büro Alveus und Alveus, das schon für den Emir von Katar ganz, ganz Großes geleistet hat. Ich glaube ganz ehrlich, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Mit ein wenig Fantasie sehen Sie ihn vor sich hier, unseren einzigartigen Kulturparcours. Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Diplom-Ingenieur Schmidtke tauchte nicht wieder auf. An diesem Tag nicht, am nächsten Tag nicht und am übernächsten auch nicht. Einfach stiften gegangen oder flöten oder sonst was. Nun könntest du denken, der Leiter der Bauabwicklung ist weg, und zwar mitten im Bau? Das ist doch voll die Katastrophe. Aber nee, nee, nee.
Irgendwie gar nicht. Der Typ war weg und alles lief stumpf weiter. Besser gesagt, der Typ war weg und alles blieb so, wie es war. Maja, wenn Sie damit fertig sind, dann kommen Sie doch bitte nochmal in mein Büro. Maja, das bin ich. Maja Scherchen. Seit einem Monat Volontärin bei der Cultural Event Mall Bau GmbH und Co. KG. Kurz Zemba. Zwei Teile Zement, drei Teile Samba. Volontärin an der größten Baustelle Europas. In der Marketingabteilung für das innovativste Projekt Deutschlands. Das wird man nicht so einfach. Mich haben sie genommen, weil ich schon in Sydney und Shanghai Praktikum gemacht habe. Aber weder in Shanghai noch in Sydney geht's zu wie hier. Ja, ich habe da noch was für Sie. In Dezember läuft schon länger einiges schief. Ihren interaktiven Kulturtempel hätten Sie nämlich vor über 2 Jahren fertig haben sollen. Aber gut für mich. So wurde die Stelle frei. Und jetzt hat die Firma ja den Gregor Kolec. Der Kolec ist der große Terrier hier. Aber je mehr Leute er anknurrt, umso ruhiger wird's. Ob da der Schmidtke mal zurückgeknurrt hat? Jedenfalls habe ich an dem Tag noch ein paar Leute gefragt, wo dieser Schmidtke stecken könnte. Keiner wusste was. Keiner wollte was wissen. Dann habe ich sogar meine Bereichsleiterin gefragt. Die wüste Frau Wüsthoff. Was glauben Sie, wo Schmidtke ist? Der gehört doch nicht zu unserem Geschäftsbereich. Naja, aber immerhin ist er doch für den Bau zuständig. Damit haben wir ja nichts zu tun. Hier, ich habe noch Arbeit für Sie. Es ist aber fast 7. Ja, tut mir leid, muss noch ganz dringend raus. Ach, die Einladung zur Pressekonferenz, die habe ich doch schon eingetütet. Alles nochmal, neues Programm. Aber schreiben Sie sich die Überstunden auf. Na gut. Man fragt sich natürlich, warum heute überhaupt noch Einladungen per Schneckenpost verschickt werden müssen. Aber wenn ein Dezember etwas lehrt, dann nicht so viel zu fragen. Und als ich so vor mich hingetütet habe, fiel mein Blick auf die neue Einladung. Das ist ja ein Ding. Schmidtkes Name stand nicht mehr drauf. Stattdessen ein Controller namens Rufiano. Aber was soll ein Wirtschaftsfuzzi über Haselnusspaneele, Entrauchungsanlagen und Bauablaufpläne erzählen? Als ich mit der Arbeit fertig war, war es schon ziemlich spät. Da dachte ich nehme meine Abkürzung zur Poststelle. 6. Stock, Bauabwicklung. Da komme ich am Büro von dem Schmidtke vorbei. Und wie ich da so durch den Flur tapere... Hallo? Wer sind Sie denn? Entschuldigung, können Sie mal stehen bleiben? Hallo? Hey, stehen bleiben! Good friend! Ist doch da glatt einer aus Schmidtkes Büro rausgekommen. Ein Kerlchen, so aus wie ein Chinese. Lief weg wie ein Strauchdieb. Nun stand das Büro sperrangelweit offen. Da musste ich ja irgendwie geradezu... Da schau dich halt mal rein. War halt wie im Krimi. Wenn die Gangsterbande nach dem Tresorcode oder sowas sucht und die komplette Bude auf den Kopf stellt. Gott, was ist denn hier passiert? Schubladen raus, Papiere auf dem Boden, Akten unterm Regal. Hallo, Maja Scherchen hier von der Marketingabteilung. Könnten Sie mal jemanden hochschicken hier? Im 6. Stock? Zimmer 607? Irgendjemanden von der Security? Nix mehr an seinem Platz. An der Wand hing einsam ein Urlaubsfoto von so einer Kathedrale. Basilika Dingsbums. Ja, hallo, Alter. Santo Domingo. Oh, alter Schwede, das ist wohl voll der Messi. Quatsch, das ist kein Messi. Hier hat jemand rumgewühlt. Rumgewühlt? Ah, nichts anfassen! Finger weg! Nehmen Sie... Entschuldigung. Die Haussecurity war von der Sache nicht gerade begeistert. Die hatten sich da unten auf einen gemütlichen Fernsehkrimi-Abend eingestellt. Und ich bin wahrscheinlich mitten in die Szene geplatzt, in der Kommissar murmelt, irgendwas an dieser Geschichte gefällt mir ganz und gar nicht. Warum soll er denn hier rumgefühlt haben? Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Wonach die jetzt gesucht haben. Wer die? Wer denn jetzt? Ich habe doch jemanden rausrennen sehen, einen Mann. Ein Mann? Ein Schmidtke? Nee, das war ein Chinese. Ein Chinese? Von den Good Friends. Wahrscheinlich. Ja, aber was will denn jetzt einer von den Good Friends hier in Schmidtkes Büro?
Keine Ahnung, vielleicht spionieren. Spionieren? Die Chinesen wissen doch viel mehr als wir. Da müssen wir ja bei denen spionieren gehen, junge Frau. Egal, in seinem Büro kann der Herr Diplom-Ingenieur alles drunter und drüber schmeißen, wie er lustig ist. Aber er muss verdammt nochmal die Tür zumachen. Peng. Das ist die Hausordnung. An die muss sich auch der Herr Schmidt gehalten. Und deshalb mache ich jetzt Meldung. Peng. Soll er mal ruhig Ärger kriegen. Also, wie ist Ihr Name? Märchen? Schärchen. Buchstabieren bitte. Es ist verrückt mit Dezember. Da passieren die dollsten Dinge, aber keinen interessiert's. So sah es jedenfalls erst aus. Ich habe mir ein Bier beim Späti geholt, mich eine Viertelstunde vor die Glotze gehauen, aber dann musste ich mich doch lang machen. Mitten in der Nacht ging das Handy. Ich dachte, mein Verflossener schlägt Wellen. Aber das war eine ganz andere Flosse. Ja? Dezember Geschäftsführung Kohlet, spreche ich mit Maya Scherchen? Ja? Der weiße Hai. Ich habe da einen Bericht von der Security auf den Tisch bekommen. Den müssen wir mal kurz durchsprechen. Und zwar nicht am Telefon. Ja. Kohlet, ja, ja. Hm? Herr Kohlet, ja. Persönlich? Ja. Ja, klar, dann, Okay. Ich bin morgen Vormittag nee. Ab, Nee. Vormittag nicht, jetzt. Jetzt. Ja. Aber es ist... Ja, jetzt sofort. Mein Chauffeur wartet vor Ihrer Tür. Einsteigen, herkommen. Bis gleich. Das war Gregor Kolec, unser Herr und Meister. Es stimmt also, was über ihn gesagt wird. Er fackelt nicht lange. Er frisst Stahl und säuft Blut. Und er schläft nicht. Niemals. Ja, Frau Scherchen, schön, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Frau Wüsthoff kennen Sie ja bereits. Tröstlich, dass die Frau Wüsthoff nachts um drei auch nicht mehr die frischeste ist. Schreiben Sie sich die Überstunden auf. Dann mal los. Mit was? Sie sollen erzählen, was Sie... Um 21.35 Uhr, wenn meine Notizen hier richtig sein sollten, waren Sie auf dem Weg zur Poststelle im 6. Stock. Ist das korrekt? Richtig, ich war zur Poststelle zur gegangen. Zur Poststelle, um 21:30 Uhr, also abends, PM. Also das ist ja, schon danke, richtig. Frau Wüsthoff, weiter. Was haben Sie da gesehen? Na, da kam ein Mann aus Schmidtges Büro. Männlein. Schmidtge. Nein, ein Chinese. Ein Chinese. Wie kommen Sie Er sah aus wie ein Chinese. Ah, so genau haben Sie es aber gar nicht gesehen? Doch. Haben Sie mit ihm Chinesisch gesprochen? Ich habe Hallo gerufen und Good Friend. Good und was friend? Hat der Chinese geantwortet? Der hat gar nicht geantwortet. Ach. Der ist die Treppe runter und war weg, hat nicht reagiert oder ja. so. Hatte vielleicht noch einen Termin. Der Chinese? Nein, Schmidtge. Ich denke, Schmidtge ist verschwunden. Wer sagt das denn, Schmidtge? Na alle. Frau Wüsthoff, Sie haben doch... Also Moment mal, das stimmt ja also so gesagt? Überhaupt nicht. Ich habe ja lediglich kurze Zwischenfrage. Sie kennen Schmidtge? Kennen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Sie kennen ihn nicht, Sie wissen nichts. Und um den Rest kümmern wir uns. Danke, dass Sie so aufmerksam waren. Ich höre von Frau Wüsthoff, dass Sie ganz hervorragende Arbeit machen. Doch, das könnte man so... Nehmen Sie sich morgen frei. Wir brauchen Leute wie Sie. Im Marketing wird ein Teamleiterposten frei, richtig? Ja, also das wenn der... Wäre doch was für Frau Scherchen. Also immer weiter so. Und die Sache bleibt bis zur Klärung unter uns. Alles klar? Schluss mit den doofen Tiervergleichen. Die armen Tiere können doch nichts dafür, dass wir so schlecht über sie denken. Kolec ist weder ein Hund noch ein Hai. Kann ich jetzt mal bitte um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Liebe Kollegen, ich freue mich ja, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Machen Sie es kurz, bitte, mein Flieger. Er ist eine verdammte Straßenwalze. Muss ich Ihnen ja nicht vorstellen, Gregor Kolec, Vorstandsvorsitzender Dezember. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Und zu meiner Linken sitzt Diplomökonom Hans-Georg Rufiano von der Bauabwicklung. Ja, wenn Sie bitte jetzt Ihre Fragen stellen würden, aber bitte erst den Namen und den Ihrer Zeitung oder Ihrer Anstalt angeben, bitte. Die Dame im roten... Jeanette Urbach von der Rundschau. Für die Eröffnung der Cultural Event Mall waren ja verschiedene Termine im Gespräch, ne? Was ist da der aktuelle Stand? Herr Rufiano?
Herr Kulatsch? Okay, wir wollen keine falschen Versprechungen machen, aber die Sache ist richtig eingetaktet. Wir sind im Schedule, wir sind on time. Entschuldigung, angekündigt war die Eröffnung für Frühjahr vorletzten Jahres. Das ist richtig. Da war, sagen wir mal, bei meinem Vorgänger die Motivation größer als das Management. Inzwischen dürften Sie sich ja an mich gewöhnt haben. Sie wissen, ich sage nichts, was ich nicht halten kann. Wir haben jetzt einen Terminkorridor, in den biegen wir pünktlich nächsten Juni ein. Der genaue Abnahmeprozess aber noch nicht zu fixieren. Bitte, Herr... Grimm vom Kurier. Also ich bin etwas überrascht davon, dass Herr Schmidtke heute nicht hier ist. Er war uns nämlich von Senator Quickstedt angekündigt worden. Herr Schmidtke ist in Hongkong. Sie wissen, unser privater Investor Good Friends Group sitzt in Hongkong. Das Feintuning erfordert natürlich Fulltime-Abstimmung. Das ist Millimeterarbeit. Aber Herr Rufiano ist Ihnen doch hoffentlich auch recht. Ja schon, aber die Frage... Ja, ich sehe da hinten noch eine Hand. Ja, der Herr im grauen Sakko, bitte. Die Kaltschnäuzigkeit, mit der dieser Kulatsch lügt, ist beeindruckend. Denn war der Schmidtke nun da oder war er nicht da? War er in Hongkong oder war er hier? Direkt nach der Pressekonferenz schlich ich nochmal den Flur auf der 6. Etage lang. Das wird mir ja niemand glauben, aber das Büro vom Schmidtke stand schon wieder offen. Ich spitzte hinein. Alles leer. Regale ausgeräumt. Tisch abgeräumt. Nur diese bescheuerte Basilika hing noch an der Wand. Ich wollte den Schwachkopf von der Security fragen, dem ich den Einbruch gemeldet habe. Mike Pasewalk heißt er, das habe ich mir gemerkt. Aber dieser Pasewalk war noch am selben Tag versetzt worden. Und jetzt kommt's. Versetzt zum Personenschutz der Bürgermeisterin. Honi Swaki Malibums. Jetzt musste ich einfach mal mit jemandem drüber reden, weil mir wäre sonst der Schädel geplatzt. Also fiel mir dieser Journalist ein, der als einziger immer nachfragt, dieser Grimm. Schon wenn er bei der Pressekonferenz reinkommt, verdreht die Wüste auf die Augen. Den rief ich einfach mal an in seinem Kurier und sagte, ich hätte eine wirklich, wirklich irre Story für ihn. Treffpunkt. Eisdiele. Frau Schärchen? Nett, dass Sie gekommen sind. Einen Cappuccino, bitte. Den Joghurtbecher kann ich empfehlen, der ist voll fruchtig. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Muss bis spätestens 3 in der Redaktion sein. Dann fasse ich mich mal kurz. Ich erzählte diesem eiligen Grimm vom Kurier die ganze Geschichte. Der Chinese, der verschwundene Chinese. Das durchwühlte Büro, das leere Büro. Der Security-Mann, der verschwundene Security-Mann. Kulatsch, die Bürgermeisterin, alles. Es haute ihn nicht gerade aus seinen Gesundheitslatschen. Dezember ist ein Saustall, das habe ich schon immer gewusst. Ich habe gestern auf der Konferenz nur nach Schmidtke gefragt, weil wieder mal einer gefeuert wurde, ohne dass jemand davon Wind gekriegt hat. Also ich meine die Öffentlichkeit. Das geht doch nicht. Ist doch ein Projekt von der öffentlichen Hand, oder? Das macht doch einen richtig fertig. Ich meine, ist ja nicht das erste Mal. Erst dieser Geschäftsführer Controlling, ne? Von heute auf morgen weg vom Fenster. Dann der Vorgänger vom College. Ja, der musste aber die Leute leben alle noch. Wie? Sie glauben, der Schmidtke ist tot? Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber... Ich würde es halt gerne wissen, bevor ich da einen Posten annehme. Sie glauben, dass Sie dann Teamleiterin werden oder was? Ach, hören Sie auf. Das ist ein alter Trick vom College. Das macht der andauernd. Nee. Der weiß doch jetzt schon nicht mehr, wer Sie sind. Hoffentlich bin ich nicht zu rot geworden, als der Grimm das gesagt hat. Denn ich dachte, der Job von der müden Frau Wüstorf wäre mir sicher. Seit Tagen habe ich mir den Kopf zerbrochen, was ich da wohl anziehe. Kostüm oder Hose? Eher konservativ oder eher Kess? Na, ist mir jetzt was peinlich. Wer soll Ihrer Meinung nach den Schmidtke um die Ecke gebracht haben? Kulatsch, diese Bürgermeisterin oder die Chinesen? Was war denn das für ein Chinese? Vielleicht denke mal einer von dieser Good Friends Group aus Hongkong. Ja, vermutlich. Aber warum sollte so ein Chinese das Büro von dem Schmidtke durchwühlen, wenn er doch ein Good Friend ist? Bei Geld hört die Freundschaft auf. Um was für ein Geld könnte es denn hier gehen? Gute Frage, wüsste ich auch ganz gern. Schmidtke vergibt die Verträge. Schmidtke jongliert mit Millionen. Jetzt nehmen wir mal an, Schmidtke hat die Good Friends übers Ohr gehauen. Ach so, ah ja, und dann kommen die vorbei und verarbeiten ihn zu Chop Suey, ja? Ist es das, was Sie glauben? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Vielleicht steckt auch der Kulatsch dahinter.
Möglich schon, ja. Kommen Sie, wir fahren einfach mal zu der Wohnung von Schmidtke. Wenn er da ist, dann gebe ich Ruhe und wenn er nicht da ist, dann haben Sie aber eine Story. Ja, das passt mir aber heute gar nicht. Oh Mann, was soll denn noch passieren? Ich gebe Ihnen jetzt hier schon den Scoop gratis. Ja, ja, ist ja gut, aber glauben Sie denn, wenn der Schmidtke daheim ist, hätte ihn Dezember nicht erreicht? Vielleicht geht er nicht ans Telefon. Ach, das ist doch Quatsch. Oh Mann, ich muss... Ja, komm, komm, wir fahren jetzt dahin, schauen nach dem Rechner und dann ist aber Schluss. Ja, komm, komm, komm. Grimm ist keiner von der schnellen Truppe. Aber wenn du ihn in den Hintern trittst, setzt er sich in Trab. Auch wenn der Mund nach unten hängt wie der Schnauzbart von meinem Onkel mütterlicherseits. Nochmal klingeln, die hören uns nicht. Ja? Mein Name ist Grimm vom Kurier. Ist der Herr Schmidtke vielleicht zu sprechen? Ich nicht Deutschland. Schmidtke. Wo ist Schmidtke? Herr Schmidtke, heute Firma. In der Firma, das kann nicht sein. In der Firma wird er ja gesucht. In Firma, Freitag immer Firma. Und was meinen Sie denn genau mit Firma? Was Firma? Firma ist SWE. Freitag immer Firma. SWE? Freitag, SWE. Ist die Firma hier in der Nähe? Was? Ich nicht Deutschland, ich nicht... SWE, wo? Wo? SWE Grossmannstraße. Das ist nicht weit. Danke. Kurwa, Matsch. Fast hätte ich gesagt, da haben sie ihren Schmidtke. Aber? Oh, irgendwas an dieser Geschichte gefällt mir ganz und gar nicht. Und was? Es ist neu, dass dieser Schmidtke eine eigene Firma hat. Also? Also schauen wir uns mal diese SWE an. Das Firmengelände der SWE erinnerte mich an unsere Großbaustelle. Es war nämlich hier so öd wie dort. Niemand zu sehen, kein Arbeiter, kein Geräusch. Hallo? Wir klingelten, hallo. Wir klopften. Nichts. Hier ist keiner. Nachmittags um 3 Totenstille. Roch nach Bankrott. Und nach noch etwas anderem. Hier wird was verbrannt. Ah, ich hieß auch. Und zwar da vorne auf dem Hof. Da gehen wir jetzt mal hin. Ist ganz brenzlig zumute. Mulmig, meinen Sie? Das gibt's ja nicht. Hä? Mit allem Möglichen hatte ich gerechnet, aber nicht mit... Frau Wüsthoff! Haben Sie das Schild nicht gelesen? Das ist hier Privatgelände. Zutritt verboten. Frau Wüsthoff, wie sie gerade Akten verbrennt. Vielleicht werde ich doch noch Bereichsleiterin. Wir sind auf der Suche nach Diplom-Ingenieur Schmidtke. Er ist nicht Diplom-Ingenieur. So? Ja, so. Also Sie wollen ernsthaft behaupten, der Geschäftsführer Bauabwicklung der größten Baustelle Deutschlands ist nicht vom Fach? Ja, vom Fach ist er schon. Technischer Zeichner hat er gelernt. Und wenn Sie wissen wollen, wo er steckt, das wüsste ich selbst gern. Also doch nicht in Hongkong. Na, wer weiß. Vielleicht ist er ja in Hongkong. Jedenfalls ist er nicht hier. Und was machen Sie in seiner Firma? Seine Firma? Das ist meine wie seine. Vielmehr war sie das. SWE Schmidtke Wüsthoff Elevator ist nämlich pleite. Ah, und bevor der Insolvenzverwalter kommt, entsorgen Sie noch ein paar unangenehme Akten, ja? Ja, und geht Sie das irgendetwas an? Schmidtke Wüsthoff Elevator. Das ist echt so komisch. Die Geschichte fing an, den Grimm so richtig zu flashen. Was ist denn so komisch daran? Na, Elevator. Hey, Rolltreppen. Sag mal, kennst du die Geschichte, die mit den zu kurzen Rolltreppen? Er fing sogar an, mich zu duzen. Der Architekt soll das falsch geplant haben. Die Dinger sind zu kurz, einfach zu kurz. Die hängen in der Luft. Ey, pass doch mal auf da vorne. Du glaubst, die Rolltreppen sind von der SWE? Tja, das wüsste ich rasend gern. Das finden wir sofort raus. Wie denn? Die Baustelle wird schärfer bewacht als das Kanzleramt. Schon vergessen, ich arbeite bei der Zimba. Ich komme durch den Venenscanner. Durch den was? Durch den Venenscanner. Man hält die Hand drüber,
wird als Mitarbeiter erkannt und die Schranke geht auf. Klar, für sowas haben die Geld. Da hatte ich allerdings zu viel versprochen. Das gibt's doch nicht. Denn der Venenscanner erkennt nicht nur die Mitarbeiter. Mist. Er erkennt auch die in Ungnade gefallenen Mitarbeiter. Und jetzt? Irgendwer, vielleicht Kolitsch, vielleicht Wüstorf, hatte mich sperren lassen. Kein Zugang mehr zu den sicherheitsrelevanten Bereichen. Also zur kompletten Großbaustelle von unserer famosen Cultural Event Mall. Das fixte den Grimm endgültig an. Ja, wen haben wir denn da? Ja, komm, komm, feines Hündchen. Feines Hündchen. Ja, ja, feines Fressi, mach schön Fressi. Ja, so ist brav. Die Knochen hast du hoffentlich nicht vergiftet. Zange. Ich bin nicht deine OP-Schwester. Zange. Grimm beschloss, dass wir da jetzt rein müssen. Egal wie. Es war genau das Abenteuer, auf das er in seinem Zeilenschinderleben gewartet hat. Da müssen wir durch. Und zwar so schnell wie möglich, bevor die nächste Patrouille kommt. Los jetzt! Jedenfalls knipste er den Zaun auf, als ob er das jeden Tag zweimal machen würde. Und wir robbten uns durch. Die Hunde standen total auf unser Futter. So was Gutes gibt's bei der Zemba sonst nicht. Wir müssen zu der Tür da drüben, siehst du? Und drin, komm! Mal ganz primitiv gesagt. Also so, wie es eine Marketingfrau niemals sagen darf. Never ever. Besteht die Cultural Event Mall aus zwei großen Abteilungen. Kunst und Kommerz. Vorn Museum und Veranstaltungen, hinten Massagen und Vergnügen. Und zwar wird man da so durchgeführt. Es geht auf diesem Kulturparcours stur in eine Richtung. Wer vorn bei Kiefer und Kunz anfängt, kommt hinten bei Kiosk und Kino raus. Wir müssen zu der Tür da drüben, siehst du. Ja, komm los. Aber wer erstmal in der Kommerzschleuse drin ist, der atmet plötzlich große Freiheit. Kann zwischen 1000 Angeboten wählen. Willst du in die Kunstbuchhandlung oder in die Parfümerie? Ja. Willst du ins italienische Restaurant oder in einen intellektuellen Café? Sei doch mal ruhig. Willst du in die Sauna oder aufs Hotelzimmer? Oder hast du heute keine Zeit und willst lieber zum Taxistand oder zum Busbahnhof? Da geht es dann auf Rolltreppen im Nu hierhin und dahin. Und das interessierte uns jetzt mal. Dieses Rolltreppen-Deppen-Verteilsystem. Ich glaube, da ist was. Guck mal. Kannst du bitte ein bisschen langsamer? Ja! Ich gehe doch schon langsam. Das sind ja immer Duftrollen. Ja, leise. Geh langsam, ich finde nicht das Genick weich. Es muss hier irgendwo sein. Ich glaube, wir sind dicht dran. Noch ein Saal und noch ein Saal und noch ein Saal. Es nahm kein Ende. Wir hatten uns auch längst verfranst. Verdammt nochmal, das muss doch irgendwo sein. Oder doch nicht? Nee. Da ist es. Komm, hier lang, komm. Vorsicht. Ja, ruhig, psst. Also entweder gehst du jetzt richtig vor oder ich geh. Ja, ist ja gut, Mann. Nichts. Man glaubt's nur, wenn man's gesehen hat. Meine Güte, was für ein gigantomanischer Pfusch. In der Nacht, mit Grimms Funzel abgeleuchtet, sah es besonders unheimlich aus. Voll stumpfelmäßig. Ein bisschen wie diese Autobahnbrücken aus Beton, die als Fehlplanung halb fertig in der Gegend rumstehen. Aber stell dir die nachts vor. Mit den Armen von so einer blinden Riesenkrake, die ins Meeresdunkel greift. Irre Schatten.
Und dahinter nichts. Gar nichts. Da geht es 20 Meter tief runter. Ich will das jetzt wissen. Und die ganze Konstruktion fängt auch schon an zu bröckeln. Ein Millionengrab. Wir brauchen die Herstellerplakette. Obwohl das ja jetzt sowieso nicht der Fehler von der Rolltreppenfirma ist, sondern vom Architekturbüro. Ich will das jetzt wissen. Hier. Nee, schade. Ist nicht von der SWE. Verdammt! Die Security! Wir sitzen in der Falle! Ganz ruhig, Ruhe jetzt! Psst. Schon seit vorgestern. So kam es, dass ich zum zweiten Mal nachts um drei bei College auf dem Kanapee saß. Frau Scherchen, ich hätte Sie doch zur Bereichsleiterin machen sollen. Sie haben die Power. Aber unter den Umständen sind Sie fristens gefeuert. Aha. Wollen Sie uns denn nicht anzeigen? Nope. Gravierende Baumängel, von denen die Öffentlichkeit nichts erfahren darf. Yes. Baumängel, für die Sie verantwortlich sind. Ich löffel bloß die Suppe aus, die mir mein Vorgänger eingebrockt hat. Ja, Sie hätten den Job ja nicht zu übernehmen brauchen. Für mich besteht kein großes Risiko. Glaube ich nicht. Glauben Sie, was Sie wollen, schreiben Sie, was Sie wollen. Dieses Gespräch findet nicht statt. Wer was anderes behauptet, kriegt Anwaltspost. Was haben Sie mit Schmidtke gemacht? Ich habe ihn jedenfalls nicht abgemurkst, falls Sie das meinen. Genau das meint sie. Wie kommen Sie darauf, dass er in Hongkong ist? Bloß eine Vermutung. Ich kriege SMS von ihm. Erpresst er Sie? Er versucht's und tote Erpresser gibt's nicht. Ne? Haben Sie nicht gerade gesagt, Sie hätten nichts zu befürchten? Exakt. Deshalb raubt er mir nicht den Schlaf. Sie schlafen ja eh nicht. Und was hat Sie auf die Spur gebracht? Scherchen. SWE. Schon mal gehört? SWE? Schmidtke, Wüsthoff, Elevator, Firma. Wie das bitte? Ist die Firma, die er mit der Wüsthoff hat, Rolltreppen. Was? Das ist dreist. Schmidtke ist übrigens gar kein Ingenieur. Ja, wusste ich. War mir Wurst. Bei mir zählt nur Performance und die war gut. So, das war's für heute und das war's insgesamt. Alles Gute, tschüss. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass die Pressekonferenz so einen großen Zuspruch hat. Kann ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Setzen Sie sich doch bitte langsam, dass wir anfangen können. Danke. Also, ich sehe schon, die Pressekonferenz hat sehr großen Zuspruch erhalten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir der Bitte ausdrücklich nachgekommen sind, hier auch nochmal die Perspektive von Stadt und Land mit einzubinden. Deswegen möchte ich auch an erster Stelle unseren Kultursenator Quickstedt begrüßen. Guten Tag. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, und schön, unseren dass Sie da sind. Hallo. Vorstandsvorsitzenden Gregor Kolitsch, den kennen Sie ja auch bereits. Aber ja, ganz besonders freue ich mich, dass Frau Dr. Ranke Fritsch, unsere Bürgermeisterin, Zeit gefunden hat. Sie ist wie Herr Quickstedt im Vorstand Dezember, die ja unsere Cultural Event Mall baut. Guten Morgen. Das Hausverbot war schon blöd für uns. Ja. Denn es mussten noch ein paar Sachen geklärt werden, bevor wir die Bombe platzen ließen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Aber inzwischen kannte ich das Gebäude und die Leute so gut. Wir kamen auch so rein. Zwar nicht auf die Baustelle, aber immerhin zur Pressekonferenz. Und für die hatten wir uns eine kleine Überraschung ausgedacht. Denke ich, können wir ja gleich mit dem Q&A beginnen. Und Frau Jeanette Urbach von Urbach, der Rundschau. Ja, bitte machen Sie doch den Anfang. Und zwar habe ich noch mal eine Nachfrage zu dem Terminkorridor. Und zwar hatte ja Herr Kolitsch... Wo ist Schmidtke? Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie, Herr Grimm. Entschuldigen Sie, ich frage einfach mal nach. Ja, darf ich mal ganz kurz sagen, Herr Grimm, Sie wissen, Sie haben hier Hausverbot und ich möchte Sie jetzt bitten, das Gebäude zu verlassen. Ich muss das einmal nachfragen. Lassen Sie doch dem Mann seine Frage stellen und dann klären wir das einfach. Ja, danke, Herr Senator Quickstedt. Danke, bitte. Ja, also bitte dann, Herr Grimm, dann nehmen Sie das Mikro. Also Grimm vom Kurier. Hans Schmidtke, der Geschäftsführer Bauabwicklung, ist seit Tagen spurlos verschwunden.
Sein Büro ist durchwühlt und inzwischen ausgeräumt worden. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, was hier vor sich geht, Herr Grimm, und wo dieser Mann steht. Bitte. Die Frage haben Sie auf der letzten Pressekonferenz gestellt und ich habe sie Ihnen auf der letzten Pressekonferenz bereits beantwortet. Nein. Herr Schmidtke befindet sich in Hongkong. Lüge! Was ist das? Lüge! Nehmen Sie ihm das Mikrofon ab. Entschuldigen Sie bitte, Herr Schmidtke bezieht bei uns nur ein neues Büro. Das ist alles. Da wurde nichts umgewühlt oder abgeräumt, wie Sie behaupten. Das ist gelogen! Was geht hier vor? Ist der Mann von Sinn? Könnten Sie ihn an die frische Luft befördern lassen, Frau Fischkopf? Moment, wollen wir das mal ganz kurz sortieren? Das ist doch wirklich jetzt lachhaft. Der Herr Grimm, der soll doch sagen, was er weiß. Dann ist das erledigt, dann können wir hier weitermachen. Wirklich. Danke. Also, kurz nach dem plötzlichen Verschwinden von Herrn Schmidtke wurde ein Mann gesehen, der in Schmidtkes Büro eingebrochen ist. Das ist doch Mumpitz. Woher wollen Sie das wissen? Von mir. Sie schon wieder? Kommen Sie wieder mit Ihrem Chinesen um die Ecke. Ist ja mal eine Pressekonferenz, bei der sogar wir was dazulernen. Sie hat gesagt, sie hat es gesehen. Ja, das hat sie das letzte Mal auch schon behauptet. Entschuldige bitte, das ist unsere Volontärin. Dürfte ich die entzückende junge Dame noch nach ihrem Namen fragen? Ja? Herr Grimm hat die Information von mir. Hier, nimm das Mikro. Mein Name ist Maya Schärchen. Frau Schärchen. Bis vorgestern war ich Volontärin in Dezember. Und ich habe aus dem Büro von Schmidtke einen Chinesen rauslaufen sehen. Und dass das Büro durchsucht worden ist, kann eine weitere Person hier im Raum bezeugen. Ja, und damit meinen Sie wahrscheinlich den Herrn Grimm. Falsch, damit meine ich schon Mike Pasewalk. Den Mann, der direkt hinter unserer Bürgermeisterin steht. Ja, genau den. Den Bodyguard, entschuldigen Sie bitte. Das ist doch jetzt wohl völlig lächerlich. Sie wollen doch jetzt nicht den Bodyguard nachfragen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Herr Pasewalk. Wir sind nicht für Spaß und Spektakel. Lassen Sie die Beine jetzt bitte hier rausschaffen. Aber warum denn? Nee. Moment, also Spaß und Spektakel finde ich gut. Ja. Also, bitteschön, Mike, treten Sie in Gottes Namen nach vorn und sagen Sie, ob es stimmt, was die junge Frau hier sagt. Hier, bitte, nehmen Sie mein Mikro. Ja, ich bin Mike Pasewalk. Ich war bei der Security bei der Zemba. Wissen Sie ja, ne? Und ja, ich habe also gesehen, dass der Schmidtke wohl die Tür offen gelassen hat in seinem Büro und da ist auch jemand rausgelaufen, nämlich so ein Chinese und da stand die Frau Märchen und hat mir ja, das gut, so dann beschrieben. Haben wir das hier jetzt einigermaßen schön kolportiert bekommen nochmal. So, und in diesem Büro sah es ein bisschen unordentlich aus oder wie? Ja, aber hallo. Gut, ja, und daraus schließt nun Herr Grimm, dass irgendjemand in diesem Büro was gesucht hat, dass irgendwer hinter Schmidtke her ist und dass der vielleicht sogar... Herr Schmidtke ist in Hongkong. Ich habe gerade vor 10 Minuten habe ich hier noch hier eine SMS von ihm bekommen. Genau. Dafür diese Nachricht, Herr Kulitsch, kommt von Frau Wüstow. Was soll das denn jetzt, bitte schön? Also, was wollen Sie denn damit sagen? Jetzt ist endlich Schluss. Die Konferenz ist jetzt hiermit beendet. Gut. Ich fordere Sie auf... Frau Wüstow, hallo, drehen Sie bitte doch nicht gleich durch. Rücken Sie Ihr Handy raus. Das lässt sich doch alles ganz leicht aufklären. Also, von wem haben Sie die SMS bekommen? Nicht von mir, sondern von Herrn Schmidtke. Zeigen Sie doch kurz Ihr Handy. Das wird jetzt hier eine Pressekonferenz, muss ich ganz ehrlich sagen, wo sogar wir nochmal überrascht werden, was das erste Mal meint. Und dann bitte, damit wir auch weiterkommen. Mike, will ich Sie bitten dürfte, ja? Mike, können Sie mich bitte... Nein, Mike, das macht nichts. Also lassen Sie meine Handtasche in Ruhe. Ich habe... Gut, so jetzt sind wir, glaube ich, alle zusammen einen Schritt weiter. Und ich finde, wir sind der Öffentlichkeit verpflichtet. Und ich möchte gerne, dass wir uns jetzt, Mike, bitte... Verschaffen wir uns bitte Klarheit. Ich bin gleich so... Ich finde das eine unprofessionelle und unprofessionelle. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und wir möchten nicht mehr hinterher. Ein Moment. Herr Kulitsch? Moment mal. Ruhe jetzt mal. Das ist wirklich unwürdig. Ein unwürdiges Spiel. Moment. Ein Moment noch. Es stimmt. Die SMS kommen von ihr. Rufen Sie die Polizei. Gregor! Rufen Sie die Polizei. Wie oft soll ich mich denn jetzt hier noch wiederholen? Ich weiß nicht, wo der Schmidtke ist. Ja, Sie haben sich aber im Besitz seines Mobiltelefons befunden.
Und Sie haben von diesem Telefon aus Kurznachrichten an den Herrn Kolecz geschickt, der hier sitzt. Ja, ja gut, Herr... Knies, Kriminalhauptkommissar. Also wir nehmen das jetzt mal zu Protokoll. In jedem Kerl steckt ein Zocker, hat ein weiser alter Macho mal gesagt. Aber dass auch ein Grimmeimer steckt, hätte ich nicht gedacht. Steht der auf und sagt, frech, Wüstorf hätte die SMS geschickt. Ich hatte das Telefon, aber ich weiß nicht, wo er ist. Hinterher kommt es einem ganz logisch vor. Aber Grimm hatte keine Beweise, nix. Einfach mal frech behauptet. Das hätte auch bös daneben gehen können. Also Gregor, ich habe einfach den Verdacht, dass sich Schmidtke als Bauabwickler bei der Zemner hat bestechen lassen. Und die Bestechungssummen, die flossen über die Konten unserer Firma. Woher wissen Sie das, Magdalena? Ich weiß es nicht. Ich habe den Verdacht, wie gesagt. Ach. Ich weiß allerdings, dass seit einer Woche sämtliche Konten der SWE leergeräumt sind. Bitte? Und wir sind nicht mehr zahlungsfähig. Aber Sie haben doch selbst Akten verbrannt. Sie stecken damit drin. Ich muss schon sehr bitten, Herr Grimm. Ja? Ich habe Akten verbrannt, ja, aber die waren nicht von Belang. Ach, das glauben Sie doch selbst nicht. Angenommen, der Schmidtke hat sich bestechen lassen. Das heißt doch dann auch, dass viel teurer gebaut wurde, als überhaupt nötig war, oder? Ja, richtig. Darum geht es doch. Und den Schaden hat in erster Linie der Steuerzahler und zweitens dann die Good Friends Company, richtig? Ja, weil der Schmidtke ja auch für die chinesischen Investoren gebaut hat. Zum Beispiel diese Rolltreppengeschichte. Herr Kriminalhauptkommissar Knies, kommen Sie endlich zum Punkt. Wo zum Kuckuck ist Schmidtke? Moment. Wo der Verschwundene sich derzeit befindet, entzieht sich nach Ihrer eigenen Angabe der Kenntnis von Frau Wüstorf. Aber Sie können uns vielleicht mal erzählen, wie Sie in den Besitz des Mobiltelefons von Herrn Schmidtke gelangt sind. Ja, dann fragen Sie das doch gleich. Das lag auf dem Schreibtisch. Das ist doch kein großes Ding. Wir haben eine gemeinsame Firma. Ja, es lag einfach so da, wie auf dem Präsentierteller. Was heißt denn, wie auf dem Präsentierteller? Ja, aber dann hätte Schmidtke sich doch über eine andere Nummer gemeldet. Dann habe ich das mitgenommen. Ich musste einfach Zeit schinden. Ich dachte, um da nicht mit reingerissen zu werden von dem Schmidtke. Dem ist ja alles zuzutrauen. Musste ich meine eigene Haut retten. Ich musste 2 Wochen Zeit schinden. Deswegen habe ich diese SMS an Gregor. Es tut mir nicht mehr leid, Gregor. Deswegen habe ich die SMS geschickt, damit Sie haben also vermutet, dass der Herr Kolecz mit dem Herrn Schmidtke unter einer Decke steckt. Vermutung über Vermutung, Mr. Scoop. Nein. Geben Sie halt zu, dass Sie selbst drin hängen, Magdalena. Wie kriege ich die Sache vom Tisch? Jetzt glaubst du mir auch nicht. Ist das denn sein einziges Handy? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn ja meistens auf einer anderen Nummer, aber die habe ich natürlich schon x-mal probiert. Ja und? Da geht er nicht ran. Ja, hat es geklingelt noch? Denn wenn das jetzt noch eingeschaltet ist, dann kann das doch geortet werden. Nee, das ging über Mail. Stimmt doch. Ja, also das ist prinzipiell natürlich durchaus möglich. Müsste ich mal unseren Spezialisten... Oh, Mann, das hätten Sie doch längst machen können. Herr Hauptkommissar. Es ahnt ja keiner, wie nah wir an des Rätsels Lösung waren damals, nachts, als wir fast in die Baugrube gefallen sind. Wir waren so nah dran, wir hätten es ja fast riechen können. Hätten wir den Hunden noch einen Knochen mehr hingelegt, hätten wir die grausige Leiche irgendwann gefunden. Mit der Handyortung kamen wir genau an die halbfertige Rolltreppenanlage zurück. Und da? Halt! So, Kollegen, sperren Sie mal. Sperren Sie den Fundort weiträumig ab. Halt! Der Kollege da von der Presse, bitte treten Sie doch bitte zurück. Mein Gott, nochmal. Gut 20 Meter unterhalb der Treppen ins Nichts lag ein verbranntes Häuflein Mensch, das Schmidtkes Armbanduhr trug. Daneben sein Handy und seine Aktentasche. Wie hingelegt. Das könnte tatsächlich die Leiche des verschwundenen Schmidtke sein. Wie hingelegt, aber von wem? Von den Chinesen? Du hast echt einen verdammten China-Fimmel. Aber wenn nicht die Chinesen, wer sollte Schmidtke verbrannt haben? Kolecz? Die Wüstorf? Oder war es spontane menschliche Selbstentzündung? Die Wahrheit ist immer viel banaler. Die pathologische Untersuchung hat ergeben, dass die Leiche erst postmortal, also tot, verbrannt worden ist. Und ist auch nicht gesagt, dass es sich dabei um Herrn Schmidtke handelt. Ja, und um wen denn? Also die Untersuchung der Gewebereste
deutet darauf hin, dass es sich um einen Mitarbeiter der chinesischen Botschaft handeln könnte. Maya, bitte. Du hast Talent. Ja, und was hat die Botschaft damit zu tun? Das kann ich Ihnen sagen. Die Good Friends Group hat ohne die Botschaft nicht einmal einen Furz lassen dürfen. Die können ja nichts machen ohne die. Ja, genau. Nehmen wir doch mal an, die sind dem Schmidtke auf die Schliche gekommen. Ja? Dann haben die vielleicht mittels der Botschaft so vorgefühlt. Sie meinen jetzt, Schmidtke hat den Mitarbeiter umgebracht? Das ist ja wieder eine von Ihren Superstories. Du musst ihn doch gar nicht umbringen. Der Chinese lief mit ihm auf die Baustelle und stürzte die falsche Treppe runter. Ja, das ließe sich doch auch unter Umständen mit unseren Ermittlungen vereinbaren, da die Leiche zwar schwere Frakturen, aber keinerlei Abwehrverletzungen aufweist. Wir sind doch auch fast runtergefallen. Und warum zum Teufel hat Schmidtke die Leiche verbrannt? Moment, ob es der Herr Schmidtke war, das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, erstens war es ihm total peinlich, der Unfall. Und zweitens hat er das gemacht, um uns zu verwirren. Als der Chinese auftauchte, wusste Schmidtke, dass er abhauen muss. Und da kam ihm dieser Todessturz doch gerade recht. Er hat alles versilbert und die verkohlte Leiche samt seiner Aktentasche und seiner Armbanduhr zurückgelassen. Herr Grimm, das können wir nicht mit letzter Gewissheit sagen, solange wir nicht wissen, wo Herr Schmidtke sich augenblicklich aufhält. Eben. Es könnte ja sein, dass er ein Opfer krimineller Machenschaften geworden ist. Schmidtke, ein Opfer? Das passt nicht zu ihm. Wissen Sie, wen Sie fragen können? Die chinesische Botschaft. Ja, und das ist chinesische Botschaft. Herr Kolec, ich weiß nicht, ob Sie die Chinesen so gut kennen, aber die chinesische Botschaft ist nicht sonderlich kooperativ. Ja, entschuldigen Sie, nicht kooperativ bei einem Toten und einem Vermissten? Der Tote und der Vermisste ändern gar nichts daran. Der Botschafter soll sein Maul aufmachen und sonst gar nichts. Da endet unsere Zuständigkeit. Was soll das heißen? Ja? Gerichtsverfassungsgesetz, Paragraph 20. Die deutsche Gerichtsbarkeit erstreckt sich nicht auf Repräsentanten anderer Staaten und deren Begleitung, die sich auf amtliche Einladung der Bundesrepublik Deutschland hier ihr aufhalten. Ihr habt nicht zufällig Managementproblem, Kollegen. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Kommen Sie denn jetzt her? Magdalena. Die Wüsthoff sah betröppelt aus. Was machen Sie denn hier? Und hielt eine Urlaubskarte in der Hand. Ja, ich räume gerade mein Büro aus und da, ich habe gerade diese Karte zugeschickt bekommen. Ja, und was steht da drin? Liebe Grüße aus der Domrep, dein guter Freund Hanji. Wow. Der Good Friend. Und die Handschrift, das ist die Handschrift von Hans Schmidtke. Nicht anfassen! Das ist ein Spurenträger. Jetzt geben Sie mal her die Karte. Auf der Rückseite war ein Bild von der großen Basilika. In Santo Domingo. Meine Damen und Herren, ich erkläre mit sofortiger Wirkung meinen Rücktritt von meinem Amt als Bürgermeisterin dieser Stadt. Ich übernehme damit die politische Verantwortung für die Vorgänge in der Cultural Event Mall Bau GmbH und Co. KG, kurz ZEMBA. Zugleich erkläre ich meinen Rückzug aus dem Vorstand der ZEMBA. In meiner Amtszeit hat diese Stadt einen unvergleichlichen Aufstieg erlebt. Ich darf an den Ausbau der Stadtautobahn, den Tourismusboom und die Einführung von Busspuren auf allen Hauptverkehrsstraßen sowie an die Verschlankung der Verwaltung erinnern. Meine Damen und Herren, es wird oft nicht verstanden, was Kultur für unsere Stadt bedeutet. Kultur hat eine monetäre Hebelwirkung. Kultur macht eine Stadt interessant. Und danach ging ein ganz schönes Bäumchen wechselig spiellos. Bürgermeisterin trat zurück und wurde irgendwas bei einem befreundeten Tiefbauunternehmen. Kolec trat ebenfalls zurück und ruinierte anschließend eine Airline. Die Wüsthoff brauchte nicht mehr zurücktreten, sie war schon zurückgetreten worden. Der Anfangsverdacht der Vorteilsnahme, den die Staatsanwaltschaft aufs Tapet gebracht hat, lässt sich nicht halten, sagen sie. Na, ich weiß warum. Die Beweise sind alle in einer Tonne verbrannt. Schmidtke trinkt einen Banana-Mama-Cocktail nach dem nächsten in einem Land, das kein Auslieferungsabkommen mit unserem hat. Die chinesische Botschaft scheint sich nicht dafür rächen zu wollen, dass er ihren Mann verbrannt hat. Schmidtke weiß wohl einfach zu viel. Sogar Grimm weiß inzwischen eine Menge. Aber statt jetzt der Investigativ-Superjournalist zu werden, ist er lieber Pressesprecher bei Kultursenator Quickstedt geworden. Und Quickstedt ist übrigens der Einzige, der aus dem ganzen Schlamassel mit einem Lächeln auf der rasierten Visage rausgekommen ist. Bravo! Er glaubt immer noch an sein tolles Pipapo-Event-Kulturzentrum. Aber da kann er warten. Denn erstens braucht er neue Investoren. Die Chinesen sind raus. Und zweitens braucht er einen neuen Bau. Denn der alte muss abgerissen werden. Teilweise wenigstens.
die Rolltreppen und so weiter. Übrigens, was mich betrifft, ich habe genug von so Baukram. Kriminalerin werden wollte ich auch nicht, obwohl ich das bestimmt besser könnte als dieser verklemmte Herr Knies. Nein, ich habe mich voll aufs Chinesische gestürzt. Ein paar Brocken habe ich vom Praktikum in Shanghai mitgebracht. Jetzt habe ich schon 1000 Zeichen drauf. Und morgen heuere ich bei so einer chinesischen Riesenfirma an, die seit diesem Jahr die komplette Stadt mit Strom versorgt. Ja, da staunst du. Wenn da mal einer verschwindet, ist er bestimmt nicht in Santo Domingo, sondern im Umerziehungslager. Rolltreppen ins Nichts. Kriminalhörspiel von Hans Delbrück. Es spielten Maja Scherchen, Mira Partecke, Helmut Grimm, Gustav Peter Wühler, Senator Quickstedt, Arndt Klavitta, Magdalena Wüsthoff, Barbara Philipp, Gregor Koletsch, Bernhard Schütz. In weiteren Rollen Marlina Ebert, Martin Engler, Petra Kleinert, Rudolf Krause und Maria Perlik. Komposition Lutz Glandin. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Regieassistenz Beate Becker. Regie Judith Lorenz. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.